This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome, sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Wir fahren heute fort in der Lesung des Buches Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear im Band 1 Ursprung und Organisation der Inquisition auf Seite 20, römisch 20 für diejenigen, die gerne in ihrer eigenen Kopie mitlesen möchten, die Inquisition und die Geschichtsforschung. Wir hatten letztes Mal aufgehört nach dem Ende des ersten Absatzes und lesen jetzt den zweiten Absatz und von daher weiter. Erst im 19. Jahrhundert treffen wir wieder ein Werk von ähnlicher Bedeutung wie das von Limborg an, was wir gerade besprochen hatten. Es ist die bekannte Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne, also eine historische Kritik der Inquisition in Spanien, von Don Juan Antonio Llorente, die zuerst in französischer Übersetzung zu Paris im Jahre 1817 und kurz darauf 1822 in dem spanischen Originaltexte erschienen ist. Llorente, Domherr der Primatialkirche von Toledo, war selbst Sekretär des Heiligen Offiziums, also der Inquisition selber, in Madrid gewesen und hatte die Archive desselben studiert. In demselben Augenblick, wo die Revolutionären Cortes und Cadiz am 22. Februar 1812 die Abschaffung der Inquisition beschlossen, die bis dahin in Spanien noch immer bestanden hatte, wurden von Llorente zu Madrid 1812 bis 13 zwei Bände Urkunden, welche wichtige Enthüllungen enthielten, zum ersten Male herausgegeben. Das war aber nur die Einleitung zu seiner Geschichte, in der er die bis dahin unausgebeuteten Schätze der geheimen Archive des Heiligen Offiziums verwertet hat. Es gibt hier noch zwei Fußnoten zu der Abschaffung der Inquisition, wo hierbei steht, die heftige Flugschrift von Puig Blanche, La Inquisition sin Massacre, die im Jahre 1811 zu Cadiz erschien, trug nicht wenig zu dem Votum der in dieser Stadt versammelten Cortes bei. Das Werk hatte die Ehre, ins Englische übersetzt zu werden. Der Verfasser ist ein Vorläufer Llorentos.
Und eine zweite Fußnote ist hier auch noch eingefügt, weil hier stand, dass ja die Inquisition bis dahin noch in Spanien bestanden hatte. Man sagt ja, dass die 1805 abgeschafft wurde und in Spanien immer noch weiterging. Und in Spanien war sie sogar noch in der Arbeit zur Zeit des nationalsozialistischen Diktators Franco bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. Aber das ist ein anderes Thema, mit dem beschäftigen wir uns heute nicht. Aber in dieser zweiten Fußnote steht dann noch drin, dass gleich nach dem Sturz Napoleons I. setzte König Ferdinand VII. Die Inquisition schleunigst wieder ein. Der königliche Erlass ist gegeben am 21. Juli 1814 zu Madrid. Komischerweise ist der 21. Juli 1814 ein Datum, das sehr nahe liegt bei dem Datum im selben Jahr, wo die Jesuiten vom Vatikan, vom Papst, war es Pius der Siebte, glaube ich, wieder erlaubt worden, wo die Jesuiten wieder installiert wurden. Und siehe da, in demselben Jahr ein königlicher Erlass zu Madrid zur Wiedereinführung der Inquisition in Spanien. Im Jahre 1820 von neuem abgeschafft, aber 1824 wieder eingeführt, wurde die Inquisition in Spanien erst 1834 endgültig aufgehoben, sagt der Autor hier in seiner Fußnote. Aber wie gesagt, da bin ich nicht mit einverstanden. Übrigens fehlte es bis zur Revolution von 1868, welche die Königin Isabella vertrieb, nicht an wiederholten Versuchen, sie wiederherzustellen. Und wie ich sagte, die Inquisition hat in Spanien nie aufgehört zu existieren, bis in die 1970er Jahre. Nachdem er in seinen ersten Kapiteln eine ziemlich unklare Geschichte des Ursprungs und der ersten Entwicklung der päpstlichen Inquisition im Abendlande bis zum Ende des 15. Jahrhunderts entworfen hat, geht der Verfasser an seine eigentliche Aufgabe heran, die das heilige Offizium Spaniens von seiner Organisation unter Ferdinand und Isabella bis zu seiner Aufhebung in Cadiz umfasst. Mit vollen Händen aus den reichen handschriftlichen Sammlungen schöpfend, die ihm ganz ungewöhnlich günstige Umstände zugänglich machten, ist Lorente imstande, ein, wenn auch etwas flüchtiges, so doch meist auf sicheren Urkunden beruhendes Werk ans Licht zu fördern. Man hat dieses Buch stark geschmäht, aber ernstlich doch nicht widerlegt. Es hat ins Deutsche, Niederländische und Englische übersetzt einen gewaltigen Eindruck hervorgerufen, der noch immer nicht erloschen ist. Die berühmte Streitschrift des Grafen Joseph de Maistre, Briefe an einen russischen Edelmann über die spanische Inquisition, erschienen in Paris in 1822, hat trotz ihres scharfen und überlegenen Tones und trotz des gelehrten Irrunsinns, den sie vorbringt, um die Scheiterhaufen in Sachen des Glaubens zu verteidigen, die Wirkung von Lorentes Buch der Rache nicht abzuschwächen oder aufzuheben vermocht. Die bedeutsamste Antwort, die die katholische Wissenschaft darauf gegeben hat, ist das schätzenswerte Werk von K.J. von Hefele. Der Kardinal Ximenez und die kirchlichen Zustände Spaniens im 15. Jahrhundert. Dieses erschien 1844. Weiterhin ist zu nennen das weniger bekannte, aber wichtiges Quellenmaterial verwertende Buch von F.J.G. Rodrigo, Historia Verderada de la Inquisición. Drei Bände erschienen in Madrid 1876 bis 1877. Historia Verderada de la Inquisición, für soweit wie ich Spanisch verstehe, ist das die wirkliche Geschichte der Inquisition ins Deutsche übersetzt. Indessen hatte C.U. Hahn, Geschichte der Ketzer, drei Bände, erschienen in Stuttgart 1845 bis 1850, die allgemeine Geschichte des Ursprungs und der Entwicklung der Inquisition im Mittelalter in den verschiedenen Ländern des Abendlandes kurz, aber nach einer streng wissenschaftlichen Methode dargelegt. Desgleichen in einigen Kapiteln der Histoire de Doctrine et de la Secte de Cathare ou Albigeois ein Professor der Theologischen Fakultät Straßburg, C. Schmidt, 1849, welcher der wahre Vorläufer Lias wurde. Der Titel Histoire et Doctrine de la Secte Cathare ou Albigeois heißt auf Deutsch die Geschichte und Doktrin der Sekten der Katharer und der Albigenser. Aber sein ausgezeichnetes Werk blieb den meisten oberflächlichen Schriftstellern, welche in diesem Jahrhundert denselben Gegenstand behandelt hatten, unbekannt.
Das ist zum Beispiel der Fall bei dem wesleyanischen Geistlichen William Harris Rule in seiner History of the Inquisition from its establishment in the 12th century to its extinction in the 19th. Auf Deutsch: Geschichte der Inquisition von ihrer Einführung im 12. Jahrhundert bis zu ihrer Auflösung im 19. Jahrhundert. Zwei Bände erschienen in London und New York 1874 und dem deutschen Journalisten Fridolin Hoffmann in seiner wertlosen Geschichte der Inquisition. Zwei Bände erschienen in Bonn 1878. Indessen kam der Augenblick näher, wo man die Geschichte der Inquisition endgültig in wissenschaftlicher Weise darzustellen begann. In den verschiedenen europäischen Ländern taten sich die Gelehrten entschlossen zusammen, um vorteilslos die in den Archiven noch vergrabenen Akten der Inquisition sowie die Bullen der Päpste und die Zeugnisse der zeitgenössischen Chronisten zu studieren. So konnten im Jahre 1869 W. Moll zu Amsterdam ein fast neues Bild von der Unterdrückung der Ketzerei in Holland im Mittelalter liefern. 10 Jahre später lieferte A. Duverger neues Material zur Geschichte der mittelalterlichen Inquisition im übrigen Teil der ehemaligen Niederlande. Gachard, der berühmte belgische Archivar, hatte schon 1848 die Grundlagen zu einem neuen Studium der Inquisition des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden gelegt, indem er die Schätze untersuchte, die in einem zu Brüssel in den Archiven, in den Archives du Royaume, also in den königlichen Archiven, aufbewahrten Register uneditierter Dokumente enthalten waren. Über denselben Gegenstand lieferte Alex Henn eine vortreffliche Untersuchung in seiner großen Histoire du règne de Charles Quint en Belgique, also die Geschichte der Herrschaft von Karl V. in Belgien, und G. de Hopp Scheffer in Amsterdam behandelte 1873 eingehend die furchtbare, von Karl V. bei dem Beginn der Reformation veranlasste Reorganisation der niederländischen Inquisition. Ja. Niederländische Inquisition ist natürlich abhängig von der spanischen Inquisition, da wir ja wissen, dass Niederlande hauptsächlich von Spanien in der Zeit damals regiert wurde. Wir sehen, es gibt eine ganze Menge Werke, die wir als bibelgläubige Christen wahrscheinlich selbst noch niemals gehört haben, die über die Inquisition geschrieben wurden. Und ein wenig genauso ist das ja auch mit den Büchern über die Jesuiten. Voltaire, der selbst ein Jesuit war, sagte ja mal, dass es im 16. und 17. Jahrhundert mehr als 6000 Bücher gab über die Jesuiten. Findet davon heute doch noch mal einen Bruchteil. Mit der Inquisition verhält es sich genauso. Diese alten Bücher, ich will nicht sagen, dass sie überhaupt nicht mehr zu bekommen sind, aber sie sind nicht gerade leicht zu bekommen. Und das ist doch gerade das große Problem. Weil diese Bücher sollten eigentlich leicht zugänglich sein und sie sollten verpflichtete Schullektüre für jeden Schüler heutzutage sein. Genau wie die Bibel. Aber wir wissen ja, warum das nicht der Fall ist. Im Jahre 1877, fährt der Autor fort, nahm Edmond Poulet zu Löwen, hier in Belgien, wo ich wohne, die nämliche Frage vom katholischen Standpunkte wieder auf. Dagegen hatten D. Lenoir, Charles Rahlenbeck und H. Longuet zu Brüssel das Bild vervollständigt durch ihr Studium der Inquisition, in dem von den eigentlichen Niederlanden unabhängigen Fürstbistum Lüttich. Ne, das ist ja in Belgien hier Liège, Lüttich oder Leuk, wie wir das hier in den verschiedenen Sprachen nennen. In Frankreich widmete man sich mit der gleichen methodischen Sorgfalt dem Studium der Inquisition. Schon im Jahre 1829 hatte Lamont Largon in seiner jetzt seltener gewordenen Histoire de l'Inquisition en France, also Geschichte der Inquisition in Frankreich, die Urkunden der Inquisitionsarchive zu Toulouse und Carcassonne verwendet, die seitdem zerstreut und nicht mehr nachweisbar sind. Sein Buch blieb aber ohne Einfluss. C. Douay veröffentlichte im Jahre 1879 ein Buch über Les Albigeois, leur origine et l'action de l'Église au deuxième siècle. Auf Deutsch heißt das: Die Albigenser, ihr Ursprung und die Aktionen der Kirche im 12. Jahrhundert. Und im Jahre 1886 gab er die Practica Inquisitionis des berühmten Inquisitors Bernhard Guidoni heraus.
Zu gleicher Zeit beschrieb und kritisierte C. Molinier zu Toulouse in seiner Abhandlung L'Inquisition dans le Midi de la France du IIIe et IVe siècle, in Paris erschien 1881, also die Inquisition in Mittelfrankreich im 13. und 14. Jahrhundert, die fast unbekannten Quellen, soweit sie uns im Original oder in Abschriften in der Nationalbibliothek zu Paris, in den Bibliotheken von Carcassonne, von Toulouse und von Clermont und in den Archiven von Haute-Garonne erhalten sind. Indem er selbst einen Teil dieser unveröffentlichten Urkunden ausnutzte, führte er uns die Inquisitionsrichter des Gerichtshofs von Carcassonne zwischen 1250 und 58 sowie ihre Inquisitions- und Strafverfahren vor Augen. Derselbe Verfasser hat seine Forschungen über die unveröffentlichten Quellen weiterverfolgt in seinen Études sur quelques manuscrits de Bibliothèque d'Italie concernant l'Inquisition et les croyances hérétiques du deuxième en au septième siècle. In Paris 1887. Das werden wir eben versuchen, das ins Deutsche zu übersetzen. Études sur quelques manuscrits. Also das sind die Studien zu einigen zu vielen Manuskripten der Bibliothek Italiens betreffende die Inquisition und das Wachstum der Heretiker zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert. So heißt der Titel in Deutsch, was ich gerade in Französisch vorgelesen habe. Ich kann ja noch besser Französisch, als ich dachte. Ein junger, frühreifer Gelehrter, Julien Havet, hatte kühn ein Gesamtbild gewagt in seiner bemerkenswerten Abhandlung Les Récits et les Bras séculiers au Moyen d'Âge jusqu'au IIIe siècle aus der Bibliothèque de l'École de Chartres 1880. Und wie heißt das jetzt in Deutsch? Les Récits et les Bras séculiers. Das muss ich mal eben nachschauen. Das ist im Grunde gar nicht so schwer. Les récits et les bras séculiers au Moyen d'Âge jusqu'au IIIe siècle heißt mit anderen Worten, also auf Deutsch, die Häresie und der Arm, der säkulare Arm des Mittelalters bis zum 13. Jahrhundert. Aus der Bibliothek L'École de Chartres in 1880, in dem er mutig das noch unbearbeitete Feld in Angriff nahm und, wie alle Schwierigkeiten, so auch diese Aufgabe mit Ehren löste. Nun folgt der letzte Satz auf dieser Seite in Römisch 23, die Inquisition und die Geschichtsforschung, bevor ich die Seite umblätter und es dort weitergeht. Aber dieser letzte Satz ist einer, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, wenn man ihn liest, oder in den Ohren zergehen lassen muss und davon genießen muss, wenn man ihn hört. Zitat: In Deutschland, wo so viele andere Gebiete der Geschichte nach jeder Richtung gründlich erforscht worden sind, hat man für die Geschichte der Inquisition nicht denselben Eifer gezeigt. Ende Zitat. Der letzte Satz auf Seite Römisch 23 in dem Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. In Deutschland, wo so viele andere Gebiete der Geschichte nach jeder Richtung gründlich erforscht worden sind, hat man für die Geschichte der Inquisition nicht denselben Eifer gezeigt. Vielleicht liegt es daran, dass wir in Deutschland die Inquisition nicht gelehrt bekommen. Und wenn wir die Geschichte nicht lernen, dann haben wir Schwierigkeiten, die Gegenwart zu verstehen und natürlich Voraussagen für die Zukunft treffen zu können. Ne? Das ist ja ein altes Thema, auf das ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte. Hier werde ich auch gleich nach dem ersten Satz eine Fußnote vorlesen, die wir uns dann auch nochmal gut verständlich machen müssen. Der Autor fährt also fort. Zwar hat doch das Studium der Ketzersekten und ihrer Lehren im 19. Jahrhundert vortreffliche Arbeiten zutage gefördert, Arbeiten, die vielleicht nicht ihresgleichen haben, aber die Tätigkeit der Inquisition als solche ist bis jetzt, ja, und der Autor hier schreibt das Buch ja in den Ende der 1880er Jahre, noch nicht zum Gegenstande einer wirklich systematischen Forschung gemacht worden.
Also mit anderen Worten schreibt Henry Charles Lear hier, dass trotz aller möglichen guten Werke und auch geschichtlichen Aufarbeitungen, die aus Deutschland gekommen sind, bis zum Tage, wo er das Buch hier schreibt, in den 1880er Jahren, die Inquisition noch nicht zum Gegenstande einer wirklich systematischen Forschung gemacht worden. Und in einer Fußnote fährt der Autor hier fort und teilt uns mit, ein Anonymous, also ein Unbekannter, offenbar ein Spezialforscher, hat das noch ganz vor kurzem anerkannt. In Deutsche Stimmen, und das ist ja, denke ich, ein Vorläufer von Lacher Stimmen, ne? Das kennen wir ja von Die verborgene Geschichte der Jesuiten. In Deutsche Stimmen vom 1. Januar 1900 steht hier, Zitat, unser voriger Brief hat die auffällige Tatsache zu konstatieren gehabt, dass in Deutschland selbst trotz Döllingers schon im Jahre 1868 ergangenen Mahnrufs die Geschichte der Inquisition nach wie vor ein beinahe unbeackertes Feld ist. Ende Zitat. Der unbekannte Verfasser dieses Artikels weist dann auf die wissenschaftliche Tätigkeit, welche auf diesem Gebiet in Frankreich, in Belgien, in Holland und selbst in Italien herrscht, aber eben nicht in Deutschland. Ja? Deswegen, meine lieben Brüder und Schwestern, mache ich mir ja die Arbeit, dieses Buch zu lesen. Nicht nur, weil ich es selbst lesen möchte. Ich kenne das Buch natürlich auch nicht, die drei Bände auch nicht. Ich bin auch nicht bis in diese genauen Details mit der Geschichte der Inquisition bekannt. Aber ich weiß das, was in der Bibel darüber steht, und ich habe bereits andere und vor allen Dingen englischsprachige Bücher und Auszüge aus Büchern über die Inquisition gelesen, wie ich ja auch von Limborch das Buch am Lesen bin über die Geschichte der Inquisition. Aber hier steht ja am Ende der Seite Römisch 22 und am Anfang der Seite 23 und am Anfang der Seite Römisch 24 steht ja deutlich drin, dass in Deutschland das Gebiet der Inquisition schriftstellerisch gar nicht aufgearbeitet wurde. Dass es also im Deutschen von deutschen Schriftstellern selber keine systematische Forschung angestellt wurde in der ganzen Zeit und darüber Bücher in Deutschland von Deutschen selber veröffentlicht wurden. Als ob die Inquisition in Deutschland nicht stattgefunden hat. Ja, aber entschuldige bitte mal, Deutschland war das, zwischen Anführungsstrichen, heilige römische Reich deutscher Nation. Deutschland war das Zentrum der katholischen Macht. Vom Vatikan aus gesteuert über den Papst, aber es gab ja immer Deutsche oder Habsburger, und Deutschland und Habsburg, das war ja damals mehr oder weniger dasselbe. Die Trennung Deutschland-Österreich gab es ja im Heiligen Römischen Reich, in diesem tausendjährigen Reich von 8 bis 1800 gar nicht. Das war das Zentrum des Katholizismus. Wollt ihr mir erzählen, dass da keine Inquisition stattgefunden hat? Wollt ihr mir erzählen, dass es in Deutschland keine Ketzerverfolgung, keine Protestantenverfolgung, keine Verfolgung von Bibelgläubigen gab? Oh doch. Nur warum arbeiten die Deutschen das nicht auf? Hier wird zurückgegriffen auf ein Werk von Henry Charles Lear, einem Amerikaner, das dann ins Deutsche übersetzt wird, wie auch die anderen Bücher, die ich gerade erwähnt hatte, die ja auch damals ins Deutsche neben anderen Sprachen übersetzt wurden. Aber die Aufarbeitung der Inquisition in Deutschland selber, das hat nicht stattgefunden. Genauso. Und damit möchte ich diesen kleinen Kommentar beenden, wie auch in Deutschland niemals eine wirkliche Aufdeckung der Zusammenhänge des Dritten Reiches geschichtlich stattgefunden hat. Aus deutscher Seite hat es niemals eine unabhängige Studie gegeben zum Dritten Reich, zum Holocaust und zum Zweiten Weltkrieg. Niemals. Die ganzen Dinge, die man daraus lernen kann, wenn es überhaupt irgendwelche Deutsche waren, sind von den sogenannten Mainstream-Medien also beeinflusst gewesen. Eine unabhängige deutsche Studie über diese eigene deutsche Geschichte? Nee. Das Buch von
Lee Man Behind the Dictators, das Buch von Edmond Paris, die verborgene Geschichte der Jesuiten, das Buch von Griesinger über die Jesuiten und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind Aufarbeitungen davon, aber vom Zweiten Weltkrieg, vom Holocaust und vom Dritten Reich habe ich noch keine deutsche Bearbeitung gesehen, die sich objektiv mit diesen Sachen auseinandersetzt und mal die wirklichen Dokumente alle mal bei der Hand nimmt und vor allen Dingen eben auch die Rolle des Vatikans darin belichtet. Da haben wir in Deutschland einen schwarzen Fleck. Ja? Und dieser schwarze Fleck setzt sich fort, hier auch in der Studie der Inquisition. Und deswegen ist das meine Motivation, um dieses Buch zu lesen und das nicht nur für mich selbst, sondern es eben gleichzeitig auch als Video zu verarbeiten und für euch über YouTube oder welches Portal auch immer zugänglich zu machen. Weil verteilt diese Arbeit bitte, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf anderen sozialen Medien, wie Facebook und Twitter und Tumblr und was weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Ich gebrauche diesen ganzen Quatsch ja nicht, aber wenn ihr das gebraucht, bitte, gebraucht es dann für den guten Zweck. So, dann fahren wir jetzt eben fort in dem Buch. Über die Waldenser gibt es gute Arbeiten von A. W. Diekhoff, J. J. Herzog, K. Müller, W. Präger, H. Haupt und so weiter. Über Wycliffe liegen die mustergültigen Bücher von G. V. Lechler und R. Buddensieg vor. Über die Tempelritte Werke von K. Schottmüller, H. Prutz und J. Gmelin. Über Huss und die böhmischen Sekten sind die tiefgründigen Arbeiten von G. V. Lechler, J. Goschick, J. Losert, C. Höffler, F. von Betzold und W. Präger und die der tschechischen Geschichtsschreiber F. R. Palacký, A. Gindeli, Jaroslav Goll und so weiter zu verzeichnen. Allein für eine eigentliche Geschichte der Inquisition. Das ist der Hauptsatz, den müssen wir uns einprägen. Allein für eine eigentliche Geschichte der Inquisition finden wir kaum mehr als das, was die Deutschen selbst Vorarbeiten nennen. Einige Dissertationen, einige Zeitschriftenartikel, Universitätsreden und einige zum ersten Male, aber ohne Plan und System herausgegebene Urkunden. So können wir drei Arbeiten über den ersten Inquisitor Deutschlands, Konrad von Marburg, anführen. Und in einer Fußnote geht er hier darauf ein, welche das sind. J. Döllinger hatte lange Jahre hindurch unveröffentlichte Stücke jeglicher Art über die Ketzersekten gesammelt und nach seinem Tode hat sie F. H. Reusch in Bonn in zwei inhaltreichen Bänden herausgegeben, welche den zukünftigen Geschichtsschreibern der deutschen Inquisition von Nutzen sein werden, so es denn diese auch tatsächlich gibt. In einer Fußnote lesen wir hier, dass es Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters 1890 waren. In seinem gleichfalls von Reusch im Jahre 1890 veröffentlichten kleineren Schriften sind auch zwei anonyme Aufsätze Döllingers aus den Jahren 1867 und 1868 mitgeteilt, in denen er mit großem Freimut und großer Gelehrsamkeit über den Ursprung und die Entwicklung der päpstlichen und spanischen Inquisition gehandelt hat. Auf Seiten 286 bis 405. Das lernen wir also hier in einer kleinen Fußnote. In den letzten Jahren seines langen Lebens hat W. Wattenbach in Berlin Urkunden, die sich auf die Unterdrückung der Ketzerei in Deutschland beziehen, herausgegeben und kommentiert. Über die Inquisition gegen die Waldenser in Pommern und der Mark Brandenburg, über die Sekte der Brüder vom Freien Geiste, über das Handbuch eines Inquisitors der Kirchenbibliothek in Greifswald, das in einer Fußnote sind die Titel, die hier veröffentlicht wurden, von eben dem Wattenbach. Endlich hat Julius Ficker zu gleicher Zeit wie Julien Havet eine gelehrte Abhandlung über die Todesstrafe für Ketzerei im Abendlande geliefert. Und ich spare mir jetzt ständig auf diese Fußnoten einzugehen. Ich hatte euch ja bereits am Anfang mitgeteilt, dass dieses Buch von Quellen nur so strotzt. Die sind also alle angegeben, aber deswegen muss ich sie nicht alle vorlesen, weil damit verliere ich ein bisschen den Fluss dieser Lesung.
In Spanien hat man ausschließlich die furchtbare staatliche Inquisition zum Gegenstand des Studiums gemacht. Außer dem oben angeführten Werk von Rodrigo müssen wir die drei Bände von Menéndez y Pelayo, Historia de los Heterodoxos Españoles in Madrid 1877 bis 1880 und die Procedimientos de la Inquisición, zwei Bände aus Madrid von 1886 von Melagres Marín, erwähnen. In Italien hat man, wie in Deutschland, mehr die Geschichte der Ketzereien als die der Inquisition studiert. Emilio Comba und Felice Toccio in Florenz haben ihren Namen bekannt gemacht durch gründliche Forschungen über die Waldenser und die Katharer des Mittelalters in Italien. Die Zustände und Anschauungen der Zeit Savonarolas und Machiavellis hat Pasquale Villari vortrefflich unserem geistigen Auge vorgeführt. Es würde jedoch ungerecht sein, wollten wir das Buch des Filippo de Boni, L'Inquisizione e Calabro Valdesi, aus Mailand 1864 unerwähnt lassen, also das heißt die Inquisition im kalabrischen und die kalabrischen Waldenser, an welches sich anschließt dasjenige Lombards, Jean-Louis Pascal et le Martyr de Calabre, also Jean-Louis Pascal und die Märtyrer von Kalabrien, aus Genf 1881. Beide schöpfen aus unveröffentlichten Quellen des 16. Jahrhunderts. In England, das die eigentliche Inquisition nicht gekannt hat, fehlt es an Urkunden, die man ans Licht ziehen und studieren könnte. Zwar haben dort die Ketzereien und die religiösen Verwirrungen die Aufmerksamkeit der Gelehrten gefunden, die Inquisition aber ist unbeachtet geblieben. Kurz, erst gegen 1890 ist es in den Hauptländern Europas, wo gelehrte Forscher tätig sind, die Geschichtsschreibung der Inquisition in ein neues Stadium eingetreten. Gewissenhafte und wohl ausgerüstete Spezialforscher waren nach und nach mit mehr oder weniger großem Eifer auf die blinden Schmäher oder Verteidiger derselben gefolgt. Übrigens fühlte man, wie viel noch zu tun war, ehe man zu Gesamtergebnissen gelangen konnte, welche den Forderungen der Wissenschaft entsprechen würden. In Bezug auf die flüchtigen und voreiligen Verallgemeinerungen herrschte bei den Geschichtsschreibern ein heilsames Misstrauen, das durch die Schwäche so vieler parteiischer und hohler Werke nur allzu sehr gerechtfertigt wurde. Als im Jahre 1881 C. Molinier sein kritisches Buch über die bekannten und unbekannten Quellen der Inquisition in Südfrankreich der Öffentlichkeit übergab, führte er aus, Zitat, dem Geschichtsschreiber widerstreben heute derartige Behauptungen und auf keinem Gebiete haben wir so viel berechtigten Grund zum Misstrauen als hier. Das Beste wäre, wie uns scheint, eine weniger parteiische Methode einzuschlagen und zunächst mit einer Reihe von Monographien über die verschiedenen Inquisitionsgerichtshöfe zu beginnen. Es würde dies das zweite Ziel einer Reihe von Arbeiten sein, dem als erstes Ziel das Studium der Quellen in der von uns dargelegten und versuchten Weise vorauszugehen hätte. Dann vielleicht, aber auch erst dann, wenn das Terrain in solcher Weise gesäubert ist, könnte man an das endgültige Werk herangehen, dessen Schwierigkeiten wir soeben angedeutet haben. Ende Zitat. Bezüglich dieses großen Ganzen, welches den Titel einer Geschichte der Inquisition führen könnte, meint Molinier unbedenklich, es sei ein chimärisches Unterfangen. Während Molinier diese Zeilen schrieb, mit denen seine Leser in Europa vollständig übereinstimmten, hatte auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans ein mutiger und ausdauernder Greis seit Jahren eine einzigartige Bibliothek und eine reiche Ernte unveröffentlichter Urkunden über das ganze Gebiet der Geschichte der Inquisition gesammelt. Ohne vor dieser erdrückenden Aufgabe zurückzuschrecken, hatte er alle zugänglichen Druckschriften verwertet und einen Berg von authentischen Urkunden durchforscht, die er sich durch Korrespondenzen mit den Hauptarchiven des Abendlandes zu verschaffen gewusst hatte. Im August 1887 beendete er zu Philadelphia die drei stattlichen Bände seines erstaunlichen Werkes, das im Jahre 1888 zu New York unter dem Titel A History of the Inquisition of the Middle Ages von Henry Charles Lear erschien. Der Verfasser war 63 Jahre alt und konnte nur einige Stunden des Tages seinen Lieblingsstudien widmen,
Die übrige Zeit gehörte seinen Geschäften. Bis 1880 hatte er eine große Buchhandlung geleitet. Die Buchhandlung Lear ist in Philadelphia im Jahre 1784 gegründet worden. Sie ist eins der wichtigsten Verlagshäuser in den Vereinigten Staaten geworden. Als die transatlantischen Dampfer dieses Werk nach Europa gebracht hatten und die drei starken Bände auf dem Arbeitstische der Geschichtsforscher erschienen, hegte man zunächst überall ganz natürlicherweise ein Gefühl des Zweifels und Misstrauens, besonders in Deutschland, wo der Gegenstand noch wenig bekannt war und wo man soeben das groteske Buch Fridolin Hoffmanns verspottet hatte. Bald aber wurden die Bände des amerikanischen Geschichtsschreibers gelesen und mit einem Schlage in ihrem wahren Werte gewürdigt. Ich weiß, dass Molinier einer der ersten war, die dieses Meisterwerk bewundert haben. Seine Bekehrung bedeutete diejenige aller Spezialforscher, die anfänglich bedenklich das Haupt geschüttelt hatten. Vor kurzem fällte ein Deutscher offenbar auf dem Gebiet der Geschichte der Inquisition gut bewanderter Kritiker nach einer sehr günstigen Würdigung der übrigen Arbeiten Lears über dessen Geschichte der Inquisition im Mittelalter folgendes Urteil. Zitat: Das ist der Mittelpunkt seiner ganzen Tätigkeit. Je mehr man die Werke dieses einzigen Mannes studiert, desto mehr fühlt man die Bewunderung für die streng wissenschaftliche Methode seiner Arbeit zu nehmen. Reusch, der sich durch seinen ungewöhnlichen Scharfsinn die Achtung aller, ob Freunde oder Feinde, zu erwerben gewusst, charakterisiert Lears Buch als die umfangreichste, die tiefste und die gründlichste Geschichte der Inquisition, die wir besitzen. Ein eingehendes Studium eines der zahlreichen neuen Ergebnisse des Werkes hat J. Gmelin dazu geführt, die Schlussfolgerung Lears in Betreff der Geschichte der Templer vollständig anzunehmen. Ende Zitat. Dieses anerkennende Urteil deckt sich mit dem der Spezialforscher aller Länder. Übrigens hat das große Werk Lears die Tätigkeit der europäischen Geschichtsschreiber sehr angeregt. Seit 1888 hat die Zahl der Bücher und Aufsätze immer mehr zugenommen. Vielleicht gestatten diese dem Verfasser eines Tages, uns eine zweite, noch vollständigere und noch bewundernswertere Ausgabe zu schenken. Alle zitierten Lear. Alle zitieren Lear. Alle haben ihn in verschiedenen Grade ausgenutzt. Keiner hat einen stichhaltigen Einwand zu erheben vermocht. Wir wollen die bedeutendsten späteren Werke anführen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben und ohne die Sammlung ausgezeichneter Abhandlungen zu vergessen, welche Lear selbst über spezielle Punkte der spanischen Inquisition veröffentlicht hat. Da sind zunächst zwei ausgezeichnete Bücher besonders zu erwähnen. Die gründliche Rechtsstudie von Camillo Henach in Prag über die Organisation und Kompetenz der Inquisitionsgerichte und das schöne Gesamtbild von El Tanon in Paris, L'histoire des tribunaux de l'Inquisition en France, die Geschichte der Tribunale der Inquisition in Frankreich. Dazu kommen der fünfte und sechste Band des großen klassischen Werkes von Paul Hinschius in Berlin, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten, erschienen in Berlin 1895 und 1897, der, was die Inquisition angeht, die Ansichten und Resultate Lears annimmt. K. Müllers Kirchengeschichte, A. Haugs Kirchengeschichte Deutschlands Teil 4, E. Schäfers Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantismus und der Inquisition im 16. Jahrhundert. Ferner die ergebnisreichen Abhandlungen von Hermann Haupt in Gießen, von H. Finke in Freiburg und von Karl Guénégaud in Frankreich gab C. Douay seine Document pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc heraus, also Dokumente, die der Geschichte der Inquisition im Languedoc dienen. In Belgien sind hervorzuheben die Publikationen des von A. Cauchy in Löwen geleiteten historischen Seminars und diejenigen des praktischen historischen Kursus der Universität Gent. An diese Forschungen schließen sich die schönen Arbeiten von Sigmund Ritzler in München und von Josef Hansen in Köln. Josef Hansen in Köln lesen wir hier gerade.
Und wenn ich mich jetzt nicht gerade ganz doll irre, dann ist das doch Josef Hansen, dann ist das auch derjenige, der hier diese revidierte und diese revidierte Fassung hier herausgegeben hat. Ne? Also von Sigmund Rietzler in München und von Josef Hansen in Köln über die Hexenprozesse, die während des Mittelalters ein Kapitel der Ketzerinquisition bilden. Außerdem bereitet Jos Hansen seit Jahren eine Sammlung von Urkunden über die Inquisition in Deutschland nach dem Muster des Corpus Inquisitionis Nerelandica und eine Geschichte der Inquisition in Deutschland vor. Viel Aufsehen erregte in Deutschland und im Ausland das Buch des Grafen von Hünsbroich, das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit. Ja, ich habe hier einen kleinen Stern an die Seite gemacht, weil von Hünsbroich, da muss man von wissen, da findet man im Internet ein Audiobuch. Ich glaube, das dauert 16 Stunden oder sowas. Man kann sich das Buch auch selbst im Internet herunterladen. Von Hünsbroich, 16 Jahre Jesuit. Ich habe das Buch auf meinem Computer als PDF. Das ist in Altdeutsch geschrieben und verfasst, also wer sich das antun möchte, der kann das gerne mal tun. Aber der Graf von Hünsbroich, ich spreche den mal so aus, der wird H-O-E-B-R-O-E geschrieben, also das ist ja eigentlich ein Ö, Hünsbroich, der eben auch schrieb, das Papsttum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit, der war 16 Jahre Jesuit und hat darüber ein monumentales Buch geschrieben, das man als Audiobuch auf YouTube sich anhören kann. In Italien erschienen zwei tüchtige, auf archivalischen Forschungen beruhende Bücher. Origine e Vicende dell'Inquisizione in Napoli. Der Ursprung und der Sieg der Inquisition in Neapel von Luigi Amabile, zwei Bände in 1892, und das französisch geschriebene Werk des bekannten A.M. Comba in Florenz, Histoire de Vaudois, also die Geschichte der Waldenser. Endlich ist für Portugal ein ernstes Werk zu verzeichnen, nämlich Da Origem da Inquisicor em Portugal, also der Ursprung der Inquisition in Portugal. In den ehemaligen spanischen Kolonien Südamerikas hat Don J. T. Medina in wissenschaftlicher Weise die Geschichte der Inquisition in Chile und La Plata studiert. Klein, aber wertvoll ist auch die Abhandlung des Amerikaners C.H. H. Haskins über die Anfänge der Inquisition im Norden Frankreichs. Die Historiographie der Inquisition hat also im Mittelalter zunächst eine Periode des Lobes durchgemacht, deren einzige Vertreter die Inquisitoren und ihre Glaubensgenossen sind. Mit der Reformation beginnt die Periode heftiger Streitschriften für und wider. Die Historia Inquisitionis von 1692 von Limborch mit ihrer Sammlung von tolosanischen Urteilen, die im Wortlaut mitgeteilt werden. Ich kann euch sagen, das ist für mich ganz schön schwierig, das zu lesen, weil da verdammt viel Lateinisch auch drin steht in dem Buch von Limborch. Und die Histoire Critique de l'Inquisition d'Espagne, also die historische Kritik der Inquisition in Spanien von 1817 von Llorente, leiten langsam eine neue Periode ein, diejenige des wissenschaftlichen Studiums der Urkunden, die von 1880 ab herrschend wird und es endlich ermöglicht, unparteiische und mit unwiderleglichen Beweisen erhärtete Bücher zu schreiben, unter denen dasjenige Lias ein kaum zu übertreffendes und schwer zu erreichendes Muster bleibt. Wir müssen verstehen, was ich hier lese, deswegen kommen eben auch einige Daten vor, die nach der Veröffentlichung des Buches von Lia selbst 1888 sind. Was ich hier vorlese, ist ja die Inquisition und die Geschichtsforschung, geschrieben von Gent von Paul Friedrich in 1905 zur damaligen kommenden deutschen Übersetzung, also bereits nachdem das englische Buch von Charles Henry Lear selbst geschrieben wurde. Deswegen kommen hier teilweise Jahrzahlen vor, wie ihr gesehen habt, aus 1890 und so weiter, die ja eigentlich nach der Veröffentlichung des originalen Buches erschienen sind. Aber das ist ja gerade das, was das Buch so wichtig macht, dass man hier eben auch die deutsche Übersetzung mit beinimmt und die deutschen Übersetzer hier eben auch auf andere Bücher noch weisen, die dann eben nach der Erscheinung von Lias Buch selbst gekommen sind. Und
Was ich einen der wichtigsten Sätze finde, ist das, was ich gerade eben vorgelesen habe. Man muss sich das bitte deutlich vor Augen führen. Das Buch, das ich hier lese, ist keine Belletristik. Ja? Das ist kein Roman, das ist kein unterhaltendes Buch, das sind auch nicht irgendwelche erfundenen Geschichten. Das ist alles fundiert. Es sind Fakten. Es sind bewiesene Fakten. Es sind dokumentierte Fakten. Und die Dokumente haben dem Autor damals vorgelegen. Und nicht nur diesem Autor, sondern auch anderen Autoren. Also das ist keine Verschwörungstheorie, dies ist wirkliche, wahre, grausame, blutige, unverhohlene Geschichte. Ich lese diesen letzten Satz hier eben nochmal vor, wenn ich jetzt mal sehe, wo der irgendwo anfängt hier. Die Historica Inquisitionis von Limborsch mit ihrer Sammlung von tolosanischen Urteilen, die im Wortlaut mitgeteilt werden, also in dem Buch von Limborsch, History of the Inquisition von 1692, werden die tolosanischen Urteile im Wortlaut im Latein mitgeteilt. Und die Histoire Critique de l'Inquisition d'Espagne, also die Geschichte und Kritik der Inquisition in Spanien von 1817, von Lorente, leiten langsam eine neue Periode ein. Also das Werk von Limborch und das Werk von Lorente leiten eine neue Periode ein, diejenige des wissenschaftlichen Studiums der Urkunden, der wirklichen faktischen Belege, die von 1880 ab herrschend wird und es endlich ermöglicht, unparteiische und mit unwiderleglichen Beweisen erhärtete Bücher zu schreiben, unter denen dasjenige Lias, was wir hier gerade lesen, ein kaum zu übertreffendes und schwer zu erreichendes Muster, also Beispiel, bleibt. Diesen Satz möchte ich euch doch nochmal ganz nahelegen. Wir kommen auch zum Ende dieser Einleitung und danach fängt es dann richtig an. Aber in einem letzten Absatz auf Seite 30 steht hier noch zu lesen. Dürfen wir nun aber annehmen, dass die Zeit der Schmähungen und Lobeserhebungen endgültig vorbei ist? Leider nicht. Vor mir habe ich in diesem Augenblick ein Werk, das von vielen gutgläubigen Lesern als mustergültig angesehen wird, den Cours d'Apologétique Chrétien des Jesuiten W. Duvivier. Es liegt in 15. Auflage aus Paris, Lille und Tournai von 1899 vor. Es ist von 6 Kardinälen und von 32 Erzbischöfen und Bischöfen approbiert, also gut geheißen, sowie in mehrere Sprachen übersetzt worden. Der Verfasser verkündet das Lob der Inquisition ungefähr mit denselben Argumenten an, wie im Jahre 1822 Joseph de Maistre, dem er viele Zitate entlehnt. Mit kecker Naivität stellt er die groteskesten Zeugnisse zusammen. Zitat: M. Bourgoin, Gesandter in Spanien, trägt kein Bedenken, in seinem Tableau de l'Espagne moderne zu sagen, Zitat: Um der Wahrheit die Ehre zu geben, gestehe ich, dass die Inquisition heutzutage als ein Vorbild der Gerechtigkeit und Billigkeit angeführt werden könnte. Ende Zitat. Und triumphierend schließt er, Zitat, weil sie durchdrungen waren von jenen Wahrheiten, haben Theodosius der Große, Justinian, Karl der Große, Otto der Große, Ludwig der Elfte, kurz alle Fürsten und zivilisierten Völker, die Freiheit des Gewissens nicht zu verletzen geglaubt, indem sie die Häresie und Apostasie bestraften. Ende Zitat. Das also ist noch immer die Lehre, die man Millionen von Katholiken in allen europäischen Sprachen als historische und dogmatische Wahrheit predigt. Unterdessen geht die Wissenschaft ihren Weg weiter. Langsam, aber sicher. Gezeichnet Paul Frederick, Herausgeber auch dieses Buches in Gent, in Belgien, Gent, im Juni 1905. Diesen
beinahe letzten Satz, was er hier schreibt. Das also, nach der Aussage, also ich wiederhole nochmal eben die Aussage hier, weil sie durchdrungen waren von jenen Wahrheiten, haben Theodosius der Große, Justinian, Karl der Große, Otto der Große, Ludwig der XI., kurz alle Fürsten und alle zivilisierten Völker die Freiheit des Gewissens nicht zu verletzen geglaubt, indem sie die Häresie und Apostasie bestraften. Die Freiheit des Gewissens nicht zu verletzen geglaubt, als römischer Katholik habe ich keine Freiheit eines Gewissens, weil der Papst ist mein Gewissen. Und dann endet der Paul Frederik mit dem Satz, und den sollten wir uns nicht nur gut einprägen, den sollten wir vor allen Dingen auch nach dem Lesen dieses Buches noch einmal lesen und dann abwägen. Er sagt, das also ist noch immer die Lehre, die man Millionen von Katholiken in allen europäischen Sprachen als historische und dogmatische Wahrheit predigt. Spannend, ne? Das ist die Lehre, die man Millionen Katholiken predigt. Und deswegen sind die Katholiken eine so betrogene Menschensorte, möchte ich jetzt beinahe mal sagen. Auf Römisch 30 endet hiermit die Einleitung des Buches und wir gehen zum Inhaltsverzeichnis über, das verschiedene Seiten in Beschlag nimmt. Und wir lesen dann in dem ersten Band Ursprung und Organisation der Inquisition, über was wir jetzt im nächsten Teil lesen werden. Da fängt es an mit dem ersten Kapitel, getitelt Die Kirche. Okay. Wie gesagt, da bin ich bis auf Seite 60 vorgedrungen bis jetzt, was ich vorgelesen habe. Und das wird in der nächsten Lesung, werde ich das einlesen. Und da werden wir dann in das erste Kapitel Die Kirche mit eingehen. Da geht es um die Herrschaft der Kirche im 12. Jahrhundert. Da geht es um die Ursachen des Gegensatzes zwischen Kirche und Laienwelt. Dann lernen wir über die Wahl der Bischöfe. Wir lernen, was Simonie und Günstlingswirtschaft ist. Und darauf möchte ich euch halt vorbereiten. Nächstes Mal steigen wir in das erste Kapitel dieses Buches ganz kräftig ein und werden uns zuerst die Kirche, die römisch-katholische Kirche, die Synagoge Satans mit ihrem Ursprung und allem vornehmen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und wenn ihr Kommentare habt, sind die wie immer willkommen. Und auch das Weiterverbreiten dieser Videos ist natürlich willkommen auf allen möglichen Plattformen, die ihr zur Verfügung habt. Tja, dann bleibt mir, Jörg, nichts anderes übrig, als uns noch einen schönen Tag zu wünschen und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. You're God's enemy without the cross. Reject Christ, and to God you're dross. Prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends. God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his Son can take sin away, go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array. Accept what Jesus did for us all. He paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day. His precious blood washes sin away.
we each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total loss.